Einen wunderschönen. Herzlich willkommen zu einem neuen Maskenmontag mit uns zwei Beinen. Ja. War eigentlich drei Beinen, denn die Kira, die liegt da und guckt, was wir hier schon wieder für nette Dinge machen. Ja, wir wollen heute eine Tuchmaske auftragen, denn alles andere wäre einfach zu schwitzig, weil wir das echt drückend hier haben. Ne? Das ist nicht so sonderlich heiß heute, aber sehr schwül. Nö. Deshalb haben wir uns entschieden für eine Tuchmaske und zwar die von Yepoda, also Rescue Moment Maske. Ja, das ist eine peelende Sheet Mask mit PHA, AHA und Algenkomplex. Ja, da freue ich mich. Also, ihr wisst es, mit meinem Code JustSusi könnt ihr 30% auf das gesamte Sortiment sparen. Und ich glaube, ab einem Bestellwert von oder ab 69 Euro gibt es eine Gratismaske. Ich habe euch das auf jeden Fall unten alles verlinkt. Da könnt ihr gerne nochmal gucken. Weil ich möchte euch jetzt auch nichts Falsches erzählen, ne? Aber 30% aufs komplette Sortiment gibt es. Die Masken, die sind so reich an Serum drin. Dieses Serum, was jetzt hier gleich noch im Beutelchen bleibt, das fülle ich mir immer um in eine in ein Tiegelchen mit einer Pipette dran. Und dann habe ich da halt auch noch so ein bisschen Serum übrig, was ich dann noch über ein paar Tage aufbrauchen kann. Also kann ich jedem nur raten, Schatz. Deshalb vorsichtig beim Aufmachen. Es spritzt raus. Und ich freue mich auf diese Maske jetzt. Und ich muss euch das wirklich zeigen, ne? Hast du die schon raus? Mhm. Oh Gott. Ich habe eben noch gesagt zum Ja, Uwe, ich weiß ja nicht, wohin damit. Und Leute, da ist halt wirklich, ne? Da ist richtig. Keine Ahnung, ob die sind sowas von satt. Guckt euch das an. Die sind der Oberhammer. So, aber ich muss ja meine Brille im Momentchen auflassen. Sonst sehe ich das ja wieder nicht, was ich hier mache, ne? Ich hatte einfach nur kurz Regie anfangen für. Also, diese Sheetmask ist auch ökologisch abbaubar, also die verwittert mit der Zeit. Finde ich richtig gut. Ich weiß gar nicht, ob alle Sheetmasken so sind oder ob das ist jetzt aber gut für die Umwelt. Find absolut. Also Yepoda ist wirklich eine ganz tolle Firma. Und das sage ich, oder würde ich auch sagen, wenn ich jetzt nicht eine Kooperation hätte oder so, sondern weil es einfach so ist. So. Rusch auf die Sicht, Viertelstündchen. Ich finde es sehr schön, dass die Augen relativ groß sind. Normalerweise ist es immer bei diesen Sheetmasken, dass die Augenaussparung und Mundaussparung so klein sind. Also sie sind trotzdem auch klein, ja. Aber ist schon okay. So. Meine Nase, die hat sich hier... Ich habe eine Vogelnase. Das ist eine Vogelnase. Und natürlich den Rest, ne? Aufs Dekolleté und auf den Hals, damit wir keinen Putenhals kriegen, Schildkrötenhals. So. Sieht ganz gut aus, ich bin zufrieden. Die ist richtig satt mit Serum, ja. Deshalb, also wenn ihr sowas benutzt, Leute, ich weiß nicht, ob man das hier durchsieht, aber die ist bis hierhin, ja, sieht man, das ist das mal voll mit Serum. Ja. So, und da Uwe das ja jetzt auch hat, kriegt er fast ein volles Tiegelchen, ne? Ja. Auf fast ein andersrum Ding. So, wegen dem Wind, genau, wegen dem Propeller. Was hat der kippt das um? Das hier? Mal sehen. Mal sehen. So, und ich habe tatsächlich noch Fragen gefunden, und zwar von unserer lieben Zahnfee, die Elke Fader. Liebe, liebe Grüße an dich, liebe Elke. Ich habe mich da sehr drüber gefreut, dass du uns Fragen gestellt hast. Und dann wollen wir mal direkt loslegen. Du hast geschrieben, hallo ihr Lieben. Hallo du Liebe. Ja. Ich habe mir auch mal wieder ein paar Fragen für den Marmo überlegt. Da freuen wir uns sehr drüber, ne? Ja. Ja. Erstens, habt ihr für dieses Jahr schon konkrete Urlaubspläne?
Also wir hatten welche. Wir hatten, ja. Ja. Damals war's. Aber dann ist hier im Privaten was passiert, was ich nicht in die Öffentlichkeit tragen möchte. Und ich glaube, jetzt ist uns das nicht mehr möglich. Wir geben Gas und hoffen, dass es trotzdem noch funktioniert, aber es sieht eher schlecht aus. Also jetzt im Moment sind die Pläne, die wir hatten, nämlich nach Österreich und nach Bayern und so weiter zu machen, erstmal hinfällig, genau, sind geplatzt aus aus so einem Gründen. Aus Gründen, genau, wo teures Lehrgeld bezahlt habe, wenn man das so sagen möchte. Also leider keine konkreten Urlaubspläne. Es nervt mich total, ne? Mhm. aber wahrscheinlich fällt das alles richtig ins Wasser. Aber ist nicht so schlimm. Nächstes Jahr gibt es auch wieder Urlaub. Ja. Ne? So, zweitens. Gibt es etwas an eurer Wohnung, das ihr demnächst austauschen möchtet? Ja, die ganze Wohnung. Die komplette Wohnung. Die darf dann gerne in einer anderen Straße sein, aber im selben Bezug. Mit Einrichtung. Nee, aber wollen wir mal mit dem nötigen Ernst. Also, was ich austauschen würde wollen, wäre einfach Schlafzimmer, ne? Das komplette Schlafzimmer. Das ist die Möbel. Wieso willst du nicht mehr haben? Doch, aber ich hätte das gerne mal neue Möbel, weil das sind so alte Möbel, die hat Uwe schon mitgebracht quasi, wenn man so möchte. Also die sind wirklich unfassbar alt. Das Bett ist 60 Jahre alt oder keine Ahnung. Die Schränke genauso. Das ist ein bisschen weise. Also da würde ich halt gerne mal was Neues haben wollen, definitiv. Wobei das Bett, ja, an sich finde ich es nicht schlecht, weil es eine bestimmte Höhe hat. Also man steht jetzt nicht auf und hat die Knie an den Ohren. Und das finde ich sehr angenehm. Aber so vom Erscheinungsbild und alles ist das schon alles überholungsdürftig, ne? Ja. Ja. Also, das möchte ich sehr, sehr gerne austauschen. Und ich hätte auch gerne eine neue Küche. Weil die auch einfach schon 25 Jahre alt ist. Und so langsam, die ist ja nun schon mehrmals ab- und aufgebaut worden. Und je öfter man so was macht, also quasi, ich sage immer, je öfter man umzieht, umso brüchiger, poröser wird. Umso mehr leidet das damit. Ja, genau. Und warum? Weil das Presse ist. Ja, leider. Hast du irgendwas, was du gerne... Ich hätte auch gerne eine neue Couch. Also es ist wirklich so. Ja. Eigentlich hätte ich gerne eine komplett neue Einrichtung. Ja. Ja, also wenn es da draußen einen Sponsor gibt, ja, schreibt mich gerne an. Ja. Das heißt aber nicht, dass ich unzufrieden bin mit dem, was ich habe. Ne? Das ist halt einfach alt. Ne? Das ist aber, erneuern. Aber wenn ich die Sachen jetzt noch 10 Jahre habe, würde mich das jetzt auch nicht stören. Also ich liebe ja mein Zeugs, was ich habe. Auch wenn das sehr holzlastig irgendwie ist. Ne? Das ist ich hätte es gerne ein bisschen moderner und dann weiß. Aber bis ich das wieder alle habe, dann ist das auch wieder unmodern. Dieses hochglänzend weiß, finde ich so schön. Ja, ja zur Zeit. Ja, so sieht es aus. Also das sind so die Sachen, die ich am liebsten austauschen würde. Gibt es bei dir noch irgendwas? Ich würde dir helfen dabei. Ach, das ist nett, danke schön. Bitte. Frage 3. Befindet sich bei euch ein Raum oder Schrank, den ihr ausmisten wollt, euch aber immer davor drückt? Bei mir ist das definitiv der Keller. Also ich schließe mich an. Bei dir? Der Keller. Der Keller muss Inventur gemacht werden. Ja, ich habe eine Schrankseite. Die linke Seite, da, das ist meine Hosenseite. Also in der Mitte, wo der Spiegel ist, da habe ich meine Oberteile und alle, Blusen, T-Shirts, Pullover drin. Und links daneben sind meine ganzen Hosen drin. Und die Hosen habe ich von Größe, weiß ich nicht, 46 bis jetzt. Bis noch. Noch größer. Ja. Und da tut mich sehr schwer. Es ist ja nicht nur, dass viele Dinge nicht passen und ich glaube immer, denke, ja, irgendwann passe ich da wieder drin. Weil das ist eigentlich der Grund, warum sie so viel angehäuft hat. Ne? Wahrscheinlich kennen das ein paar Schätzlein da draußen auch. Es ist ja, aber ich kann mich nach dieser, an die Größen nicht, da kann ich mich nicht drauf verlassen. Weil ganz viele Größen einfach dabei sind, die einfach kleiner oder größer geschnitten sind, als das, was da an Zahl drin steht in den Hosen.
Und deshalb tut mich da so unfassbar schwer, die einfach mal auszusortieren nach Größe und so was, ne? Weil passt ja denn nicht. Also Größe ist nicht gleich Größe. Es gibt ja leider keine Norm- oder DIN-Größe. So typisch deutsch, ne? Gibt's aber halt nicht. Deshalb. Also da tut mich richtig doll schwer. Und der ist knackenvoll, ne? Knackend voll mit Hosen. Also mit Hosen kann ich mich totschmeißen. Passt nur keine richtig davon, ne? So, Schatz, und bei dir war nur der Keller oder Ja, der Keller und dann meine Seite Schrank, aber ist nicht teuer, da müsste ich mal durchfegen kurz und dann ist es gut. Uwe, wo kann ich so Also, viel? so. Ja, soll ich euch mitnehmen, wenn ich mich irgendwann mal an die Hosen rantraue? Dann schreibt Oh mir ja. das gerne in die Kommentare. Vielleicht mache ich es denn. Und dann werdet ihr umfallen, wenn ihr seht, wie viele Hosen ich habe. Ja. Natürlich hauptsächlich Jeans, ne? Lustigerweise. Ja. Naja, das sind also so unsere Sachen. Ja, der Keller, wie gesagt, der ist reif, der muss wirklich. Ansonsten sind hier in meinen Schränken ist eigentlich nichts, wo ich mich vor Graul oder was. Also, die sind alle recht übersichtlich eigentlich, ne? Also, wenn man da aussortieren würde wollen, jetzt hier im Wohnzimmerschrank. Dann ist das auch rucki-zucki eigentlich erledigt, weil das jetzt nicht so vollgestopft ist. Aber das da mit meiner Hosenseite graulig mich vor, ganz ehrlich. Seht ihr euch Filme oder Serien in eurem Dialekt an? Wenn ja, wie heißen die? Bei mir sind es die Eberhofer Krimis. Keine Ahnung, ob euch das was sagt. Nö. Nee. Aber das sind so Titel wie Sauerkrautkoma oder Schweinskopf al dente. Nee. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne überhaupt gar keine Filme, in denen Berlinert Nee. wird. Nee. Also nicht wirklich, ne? Nee. Die, das, was man mal war, Das gibt es ja alles nicht gibt mehr. es nicht mehr. Brigitte Ansonsten jetzt Mira. modern ist ja nicht mehr. Brigitte Mira, drei Damen vom Grill, habe ich halt gerne gesehen mit Edith Tanke und Brigitte Ja, Mira, weil die halt auch so schön Harald Berliner Juncker. Namen. Harald Juncker, aber es ist ja auch kein, doch, der hat auch Filme gemacht. Ja, der hat doch Filme Habe gemacht. ich mir natürlich schon angeguckt, ne? Aber ja, und Mario Barth ist ja jetzt auch kein Film. Nee. Gucke ich mir ehrlich gesagt auch nicht so gerne an. Das ist so. Kennst du? Das ist ja nicht. Das ist ja einfach nur nervig, finde ich. Ansonsten lass mich überlegen, es gibt irgendwie nichts, ne? Nee. Auf Berlinisch, Berlinerisch. Nee. Also falls doch, schreibt mir das gerne in die Kommentare, dann gucken wir das wirklich an. Aber erstmal, Das müsst ihr uns erstmal beweisen. kenne ich einfach keine Serie, keinen Film, in der Berlinert wird. Vielleicht sollten wir mal eine machen. Aber auf alle Fälle, In einer Serie, wo Berliner wird. Aber man hört doch eigentlich Berliner nicht so gerne, oder? Hört ihr Berlinern gerne? Bis jetzt habe ich immer gehört, wenn man Berlinert oder so, dass das sehr negativ ja, ankommt bei dem Empfänger. Irgendwie, das ist, weiß ich jetzt, so assi anhört, so rotzig oder was, keine Ahnung, aber das ist halt Berliner Schnauze, ne? ja, dafür sind die Berliner bekannt. Ja, Berlin ist, wenn es härter klingt, als es gemeint ist. Ja. Zum Beispiel. Aber ich kenne keine, wie Günter Fitzmann halt früher auch gerne gesehen, da bin ich so ins Theater gegangen, wenn der Berliner hat. Aber das sind natürlich alle Leute, die einfach nicht mehr gibt. Nee. Gar keinen von denen mehr. Nee. Nee, jetzt dir gar keiner mehr. Nö. Ja, also da kann ich leider nicht mit dienen, mit tollen Titeln oder was. Ich kenne da einfach keinen. Und aber ich würde sie mir angucken. So. Dann schreibst du so, das war es. Ich hoffe, ihr habt Was? ein bisschen Spaß beim Beantworten meiner Fragen gehabt. Ich drücke euch eure Zahnfee Elke. Liebe Elke, wir haben richtig viel Spaß gehabt dabei. Waren zu wenig Fragen. Ja, nächstes Mal ein bisschen mehr, ja? Ja. Denn jetzt haben wir nämlich keine mehr. Wenn ihr So. weiter das Format gerne sehen möchtet, dann schreibt bitte uns Fragen oder Themenvorschläge in den Community-Tab. Ich werde das nochmal hochschubsen, dann ist das gleich der erste Beitrag. Da könnt ihr ge euch gerne austoben mit irgendwie netten Fragen und
letztes Mal hat ein Schätzelein mir geschrieben, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, dass das gar nicht so verkehrt ist, wenn die Fragen sich doch wiederholen, weil es einfach ganz viele neue Schätzlein gibt, ja, die das nicht wissen, das nicht richtig kennen. Und außerdem ist es auch spannend, ob man dann dasselbe noch sagt. Ne? Vielleicht hat sich da ja bei bestimmten Sachen auch die Meinung geändert. Also von daher, meine Lieben, haut raus. Elke, dir danke ich auf jeden Fall recht herzlich für die Frage. Ich muss mal kurz hier kicken. Und wir haben wirklich erst eine Viertelstunde. Das wird heute ein bisschen kürzer, weil wir nicht weiter haben. Ja, liebe Elke, nächstes Mal mehr Fragen, ja? Und nicht immer so wenig. Aber ihr habt da mal Zeit, da könnt ihr euch doch richtig was einfallen lassen. So, aber ich kann jetzt nach einer Viertelstunde das mal abnehmen. Ja. Oh, es tut einfach unfassbar gut, so eine Maske. Vor allen Dingen diese, ne? Ja. So, ich tue mir das erstmal hier, dass mir das nicht alle zu voll tropft. Das Serum werde mir auf jeden Fall aufheben. Und das wird jetzt noch ein bisschen einmassiert. Die Haut fühlt sich schön kühl an. Dadurch, dass ich jetzt in kreisenden Bewegungen mache, wird es auch noch ein bisschen gepielt. Ah, kreisende Bewegung. Ja, ja. Und danach. Wie jetzt mit der Hand oder mit dem Kopf? Und danach nicht vergessen, Sonnencreme oder irgendwas aufzutragen, weil die Haut dann ja jetzt sowieso sehr empfänglich ist für einen Sonnenbrand oder sowas, weil die erste Hautschicht ja abgefeilt wird sozusagen. Aber ja, wir haben Glück, bei uns scheint die Leute nicht, die Sonne. Ja. Also ich liebe das sehr. Ich liebe das auch, wie meine Haut jetzt schon wieder aussieht. Und der glänzt. Mm, toll. Ja, man hat gleich wieder so einen direkten Glow. Mhm. Ja, also das ist, aber du auch. Das ist richtig erholt. Speckschwarte. Ja, cool. Und wir können das ja mal umgießen, vielleicht, dass ihr das besser seht. Wo willst du denn gießen? Na, hierin. Da gießen? Ja. Oder, ich weiß nicht, ob ich befürchte, dass man das so ja nicht so sieht. Aber, Leute, guckt euch das an. Ja, so sieht man das doch nicht. Du gehst runter. Ja, weil ich das zeigen wollte. Ach so. Oh, Leute, tut mir leid, ne? Das hat der Uwe nicht hingekriegt. So. Ich hoffe, dass man das sehen kann. Also ich sehe nicht, was ihr seht, aber es ist wirklich voll Serum. Ja. Das ist bis zur Schrift hier voll. Ja, das ist schade, drum wegzuschmeißen. Ja, das mache ich jetzt in mein Pipettentiegelchen drin und dann kann ich mir da jeden Abend, das weg mal abends drauf machen, Serum halt machen und dann meine Nachtcreme drauf, die Nachtmaske. Es ist sehr schön. Also meine Haut fühlt sich sehr gut auch durchfeuchtet an. Sie fühlt sich einfach gepflegt an. Wie das schon heißt, Rescue Moment. Ich habe hier die Verpackungseinheit mit 5 Masken. Die kommt übrigens so zu euch nach Hause. Da sind dann 5 Masken hier drin. Und das soll ja jetzt eigentlich gar kein Jepuder-Werbevideo sein, sondern ich wollte es euch einfach zeigen, ne? Weil ich es kann. Ja. Ja. Und ich finde es sehr, sehr toll und die Maske hat mir sehr gut getan und ich bin gespannt, was der Uwe jetzt sagt. Also der Uwe ist voll begeistert. Ja. Müssten alle Masken so sein. Es sind ja ganz viele Masken so. Ja, aber, das stimmt. Was ich toll finde, ist einfach die Nachhaltigkeit, dass diese Sheet-Mask einfach biologisch abbaubar ist. Ja. Also das findest du jetzt auch nicht so überall. Obwohl ich schon 2-3 von anderen Firmen hatte, die auch biologisch abbaubar waren, aber in der Mehrzahl ist das eben nicht biologisch abbaubar. Nee. Das ist halt biologische Zellulose. Was steht das hier drauf? Bestimmt. Das ist halt auf Bio. Ja. Bioabbau. Biodegradable Cheat Mask. Ja, Cheat Mask. Ja. Naja, aber auch Bio. Cheat Blatt auf die Maske. Und natürlich alles wie bei Jepoda vegan, tierversuchsfrei, ohne Nestis, all den Kladderadatsch. Schaut gerne mal vorbei. Tiergras, wa? Mit bei. Nein. Nee? Schaut gerne mal vorbei. Der Link ist unten in der Infobox, ist meiner Meinung nach gleich der erste anklickbare Link. Und natürlich ist da auch der Code unten reingeschrieben. Und
Schaut einfach mal vorbei. Vielleicht ist da irgendwas, was euch gefällt und da könnt ihr ein bisschen sparen. So, an dieser Stelle sind wir am Ende angelangt. Ja, also mir hat die sehr, 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 sehr gut getan, wie immer. Die, mir gefällt einfach Trautbild. Und aus dem Grund, weil wir jetzt... ich eier hier rum, ich weiß ja nicht warum. Aus diesem Grund sagen wir jetzt, was wir immer sagen. Seid frech, wild und wunderbar, bis Dallemann. Mach's gut. Tschüss, ihr Lieben. Ciao. Und vergesst die Fragen nicht. Genau.